Dieser Berg ist seit Äonen ein gewaltiger Fels, von Stürmen umtost, von Gletschern zerfurcht und von der Sonne gebrannt. Doch in Wahrheit ist dieser Berg ein Buch voller Geschichten. Geschichten, die waren, die sind und Geschichten, die sein könnten. Wir erzählen diese Geschichten. Getrieben von der Faszination um das weiße Gold, trieben Männer die ersten Stollen in den Berg. Unter dem Marmorpionier und Visionär Josef Lechner entstand Ende des 19. Jahrhunderts ein neuer Abbaubetrieb, welcher den wirtschaftlichen Aufstieg des Ortes begründete. Zu dieser Zeit wurde der Laaser Marmor nach Berlin, Wien, London, Amerika oder Afrika verschifft. In florierenden Metropolen des späten 19. Jahrhunderts finden wir heute noch diese Zeitzeugen größter Schaffenskraft. Spüren Sie den Atem der Geschichte, der historische Persönlichkeiten so lebendig werden lässt, als würden sie gleich von ihren Sockeln zu uns herabsteigen. Erleben Sie eine Welt historischer Erinnerungen, denen der Lasermarmor einzigartige Würde verleiht. Schauen Sie in eine Welt monumentaler und unübertroffener Bauwerke, denen das Genie des Künstlers oder Architekten zusammen mit dem Lasermarmor ihre glänzende Einzigartigkeit verleiht. Fühlen Sie den Stoff, der Bildhauer und Steinmetze immer wieder zu neuen und wegweisenden Meisterwerken inspirierte. Milliarden Tonnen Gestein. An der Nordostflanke des Ortler-Massivs verbirgt sich ein unermesslicher Vorrat des reinsten Marmors, den es auf diesem Planeten gibt. Das Laaser-Marmorgebirge ist bis heute nur zu einem Bruchteil erschlossen. Die Brüche erstrecken sich über das Bergmassiv hinauf bis zu Höhen von über 3000 Metern. Große Stollen und Kavernen erschließen diesen verborgenen Schatz. Ein ausgeklügeltes Transportsystem schafft seit über 80 Jahren die Blöcke vom Berg ins Tal. Was früher von Menschenhand und Pferdefuhrwerken erledigt wurde, dafür gibt es heute mächtige Maschinen. Per Seilbahn und auf Schienen wird der Stein ins Tal transportiert. Direkt auf das Gelände der Laaser Marmor. Der Laaser Marmor ist ein Symbol für Hoffnung und den ungebrochenen Glauben an das Leben. Die New Yorker Port Authority hat entschieden, das neue World Trade Center in prachtvollem Laserglanz erstrahlen zu lassen. Dies ist einer der größten Aufträge für Laaser Marmor. Rund 70.000 Teile mit über 4.000 Tonnen Gewicht werden in 300 Seekontainern nach Manhattan verschifft. .000 Quadratmeter Wand- und Bodenbeläge sind zu verarbeiten. So werden selbst an einem der dramatischsten Orte der jüngsten Geschichte Schönheit und Anmut erblühen und dem Schrecken seine zerstörerische Macht nehmen. Die Geschichte dieses Berges ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Sie schreibt sich fort, solange ein Mensch noch eine Idee zu Papier bringt.
Denn alles, was der menschliche Geist sich vorzustellen vermag, wird er auch schaffen. Näher kann man der Unsterblichkeit nicht kommen.